Im israelischen Unabhängigkeitskrieg schildert der Schriftsteller, Politiker und alternative Friedensnobelpreisträger Uri Avneri genau das. Im Vorwort schreibt er heute einen 80-Jährigen, wie er dem damals 25-jährigen Avneri wieder begegnet. Der eine, schreibt er, ist von den Erinnerungen des anderen nicht zu trennen, aber er ist dennoch sehr weit entfernt, fast fremd. Da war auf der einen Seite der Münze, so der Originaltitel, Avneri als Gründer der Bewegung Junges Palästina und als Kämpfer im Unabhängigkeitskrieg 48. Seine Kriegsreportagen wurden zum Bestseller, Avneri zum Held, bis er sein zweites Buch schrieb, über die andere, die dunkle Seite des Krieges, die ihn zu einem Kämpfer für den Frieden machte. Sehen Sie vor dem Gespräch einen Film von Kamran Safjarian. Horst Köhler in Israel. Für jedes deutsche Staatsoberhaupt die schwierigste Auslandsmission. Auch 40 Jahre nach Beginn deutsch-israelischer Beziehungen. Vorsichtige Vermittlungsbemühungen auch im Nahostfriedensprozess. In Gesprächen mit Opfern des Terrors sprach sich das Staatsoberhaupt für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern aus. Er hat sein Leben der Aussöhnung zwischen Israel und Palästina gewidmet, Uri Avneri. Der heute 81-jährige Schriftsteller und Friedensaktivist gilt als das schlechte Gewissen Israels. Mit seiner 1993 gegründeten Friedensorganisation Gush Shalom vertritt er die Idee des israelisch-palästinensischen Friedens und der Koexistenz zweier Staaten. Jetzt hat der Friedensbotschafter zwei seiner Bücher in einem Band neu herausgebracht. In den Feldern der Philister. Auf näheres Zeugnis über die Geburtsstunde des Nahostkonflikts. Palästina 1948. Als Soldat zieht Avneri für die Unabhängigkeit Israels an die Front. Er beschwört den heldenhaften Mut der Truppe. Sein Buch, In den Feldern der Philister, wird zum Bestseller. Avneri zum Volkshelden. Viele Jugendliche sehen darin die Verherrlichung des Krieges. Avneri ist geschockt und schreibt daraufhin die Kehrseite der Medaille, indem er die Gräuel des Krieges und die Tötung arabischer Zivilisten beschreibt. Ein Tabubruch. Fortan gilt Avneri als Verräter. Provozieren und kritisieren, das waren Avneris Mittel. 40 Jahre lang leitete er die Wochenzeitung Haolam Hazeh, diese Welt, die sich für einen Palästinenserstaat einsetzte. Er war Sprachrohr der Opposition, deckte Skandale auf und sparte nicht an Kritik an der israelischen Gesellschaft und Politik. Gegner versuchten mehrmals, Avneri mundtot zu machen. Doch er überlebte sowohl einen Bombenanschlag auf seine Redaktion als auch einen Anschlag auf sein Leben. 1965 zog Avneri gar als Einmannpartei in die Knesset ein. Und immer blieb er seiner Linie treu. 1973 bereits knüpfte Avneri geheime Kontakte zur PLO. Und während Israel den Libanon bombardierte, sorgte er 1982 für eine Sensation, als er sich als erster Israeli mit Staatsfeind Yasser Arafat traf. Doch durch den zunehmenden palästinensischen Terror und seiner scharfen Kritik an den israelischen Militärmaßnahmen und der Besatzungspolitik geriet Avneri zum Außenseiter in Israel. Dafür ist er im Ausland umso mehr geachtet. Für seinen Einsatz für Frieden und Menschenrechte erhielt Avneri zahlreiche Auszeichnungen, darunter den alternativen Friedensnobelpreis und den Aachener Friedenspreis. Uri Avneri, ein Mann des Friedens, dessen Traum noch lange nicht Wirklichkeit geworden ist. Vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mich mit Uri Avneri zu unterhalten. Sein Buch In den Feldern der Philister, meine Erinnerungen aus dem israelischen Unabhängigkeitskrieg, erscheint am 11. Februar im Dietrichs Verlag. Schönen guten Abend, Herr Avneri. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Schön, hier zu sein. Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach die Rede des Bundespräsidenten gestern vor der Knesset? Es ist eine weitere Befestigung der, ich würde sagen, der Normalisierung in Gänsefüßchen, der Beziehung zwischen den beiden Völkern. Ich sage in Gänsefüßchen, weil wirklich ganz normal können die Beziehungen ja gar nicht sein, denn der Holocaust ist noch Gegenwart bei uns und ich glaube in Deutschland auch. Sie gehören ja in Israel also zu den Zeitungsmachern, zu den Meinungsmachern auch. Welche Rolle spielen denn die deutsch-israelischen Verhältnisse oder überhaupt, wie bewertet man Deutschland inzwischen in den israelischen Medien? Solange Deutschland nichts macht, was Israelis ärgert, ist alles gut. Wenn aber irgendjemand etwas sagt, was den Leuten gegen den Strich geht,
zum Beispiel in Beziehung Palästina, dann kommen immer wieder auf, die Deutschen, wieso wagen die sich überhaupt zu unserem Problem zu äußern und so weiter. Das ist, spielt immer mit, das darf man aber nicht zu ernst nehmen. Also von der Tendenz her ist es schon eher so, dass Deutschland in den israelischen Medien als pro-palästinensisch wahrgenommen wird. Wissen Sie, wer sagt, dass wir Israelis in 99% Recht haben, ist ein Antisemit. Denn wir haben ja 100% Recht. Und wenn man sagt, wir hätten nur 99% Recht, dann stimmt etwas nicht. Mhm. Und darum, für viele Israelis, aber nicht für alle natürlich, aber viele Israelis, Äußerungen, die irgendwas Positives über die Palästinenser sagen, werden nicht gerne angenommen. Sie wissen, kommenden Dienstag finden das erste Mal die großen Gespräche zwischen Sharon und Abbas statt. Da gibt es eine Menge von Erwartungen. Was glauben Sie persönlich, was dabei rauskommen wird? Die Lage hat sich verändert zum Besseren, weil die amerikanische Politik sich verändert hat. Herr Sharon würde nie etwas tun, was dem Präsidenten Bush irgendwie wütend machen könnte oder auch nur verärgern könnte. Und darum, Bush hat seine Einstellung verändert. Bush hatte eine persönliche Abneigung gegen Yasser Arafat und jeder, der nach Arafat kommt und nicht Arafat ist, wird schon beinahe automatisch von Bush angenommen und Mahmoud Abbas ist sehr beliebt bei Bush. Und das schafft eine etwas mehr, ich will nicht sagen ausgewogene, aber doch positivere Einstellung zugunsten der Palästinenser. Und das ist gut für den Frieden natürlich. Sie hatten ja selber durchaus eine positive Einstellung zu Yasser Arafat, also jedenfalls eine positivere als viele Israelis. Und das Image von Arafat hat ja nun doch gelitten. Also man sieht die Schattenseiten, die negativen Seiten immer stärker. Haben Sie selber Ihre Meinung Arafat gegenüber verändert? Absolut nicht. Arafat war einer der großen führenden Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts. Ich würde sagen, jeder Namensliste von den 10 großen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gehört er dazu. Er ist der Mann, der, man muss ihn nennen, der Vater der palästinensischen Nation, der Schaffer der palästinensischen nationalen Bewegung. Alles, was jetzt passiert, beruht auf dem, was Arafat aufgebaut hat. Natürlich war Abu Mazen, Mahmoud Abbas, einer der engsten Mitarbeiter von Arafat. Ich habe Abu Mazen in Tunis vor 21 Jahren kennengelernt. Und seitdem habe ich ihn nie gesehen ohne Arafat. Das heißt, taktisch kann er andere Auffassungen haben, aber was jenseits der Taktik ist, was wirklich die Grundelemente der Friedenslösung betrifft, ist nicht der geringste Unterschied zwischen Arafat. Und heute kann Abu Mazen auf dem bauen, was Arafat hinterlassen hat. In Ihrem Buch beschreiben Sie immer wieder, wie Entwicklungen in die Krise gekommen sind, wie Träume vergehen, auch abrupt beendet werden. Was ist Ihr Traum heute? Ich kann es verstanden. Ihr Traum vom zukünftigen Leben in Israel, wie sieht dieser Traum aus? Wir wollen, es geht ja um Israel. Alles, was wir tun und tun wollen, vis-à-vis den Palästinensern, um einen Frieden zu erreichen, eine nebeneinander und miteinander Leben mit den Palästinensern möglich zu machen. Im Grunde handelt es sich darum, was Israel ist und was Israel sein soll und wie wir Israel haben wollen. Leute von meiner Altersgruppe, die beteiligt waren an der Gründung Israels, haben eine Art, ich würde sagen, fühlen uns als Besitzer des Staates Israel. Und darum sind wir nicht gleichgültig gegenüber dem, was Israel ist und was Israel passiert. Wir wollen, dass Israel
ein demokratischer, liberaler, säkulärer Staat wird, der auf Gleichheit beruht. Gleichheit zwischen allen Bürgern, ganz egal, ob es jüdischer oder arabischer Abstammung, ob es orientalisch oder europäisch, männlich oder weiblich, alle Bürger sollen in diesem Staat gleich sein. Davon sind wir noch weit entfernt. Dann vielen Dank für das Gespräch, Uri Avneri. Danke Ihnen.